Ich frage mich, ob mein Fokus mir etwas zeigen kann. Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Nein, das war's nicht. Blindes Raten wird dich nicht zum Ziel führen. Na also... Da ist die Tür. Ich komme näher. Okay, das war das Überfluten. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zu 5 DDR. Tag, Dr. Sobeck. Treten Sie ein. Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Das Backup zum Beispiel. Fang an zu suchen. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Aktivierung. Okay, wird hochgefahren. Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Okay. Diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Ich muss das Kabel von der Kopplung des Arms lösen. Von der Kopplung löse, sollte der Arm sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte, ja. Ohne Unterfunktion. Ah! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen. Die ursprünglichen, die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat, die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein... Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ah, naja. Also das... Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neu geboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein. Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobeck, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich. Ich versuche dir hier zu helfen. Belausch mich mal damit. So. Neuer Fokus ohne Spyware. Okay. Denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Vielversprechend. Wetter? Haben wir es. Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Phantome, bitte!